Hallo, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Omsi-Zombie bei mir. Diesmal nicht vom Busbetriebssimulator, sondern von dem schönen Premier Standard Add-on. Und ja, wir schauen uns das heute mal an. Wie gesagt, ich habe es mir schon länger geholt und noch nicht wirklich gezeigt. Und deswegen werden wir das gemütlich mal nachholen. Jo, das Keylinger wollte auch mal bitte meinen, hier wieder sehr hoch zu sein. Ich werde einfach mal sagen, fangen wir einfach mal bei dem Bus an. Standard-Gelenkbus jetzt hier vom MAN. Und zwar beinhaltet der MAN Line City. Standard MAN Line City A37. Der A23, A40, Baujahr 2009, 2010 und 2012. Das zum Thema, kurz zu den Busdetails. Ja, wir stehen auf jeden Fall auf dem Betriebshof. Ihr seht ja auch, ich habe die Karte, die 2-Navigationskarte eingeblendet. Und ja, ziemlich performance-lastig, deswegen will ich das Ganze auch testen, ob es denn auch so wirklich ist. Und also ich habe quasi grafiklich alles voll aufgedreht, was es eigentlich nur geben kann, und bin immer noch bei 30 FPS, also wie gesagt, da schauen wir mal das Ganze einfach mal an. Auf Datei habe ich jetzt quasi die normale hier drin, also einmal die, das Update, was ich bis jetzt gesehen habe, und kann es aber gerne mal einblenden. So, da sind sie also. Einmal den A40 und natürlich den A37. Und wie gesagt, einmal Bremen ab 2016, 2018 und nochmal ab 2018. Ah, das ist immer hier. Schön, dass man zweimal drin hat. Natürlich einmal Bremen, den SEV-Verkehr. Es gibt natürlich auch noch ein kleines Update. Patch, ich glaube, Patch 2.16 dürfte draußen sein. Moment. Genau, und hier ist quasi der Patch, der natürlich, den ich jetzt gemeint habe, aber war der Patch 2.42 quasi nur Texturen gepasst, Objekt überarbeitet und Kreuzungen und Splams optimiert. Was ich dazu sagen muss, ich habe es im Singleplayer über den BBS probiert, hat leider nicht funktioniert. Ich habe nur eine KI gehabt mit ihren Scheinwerfern, kam in Richtung zu mir gefahren. Bin zwar an der Starthaltestelle gespawnt, dazu anzumerken, schwarz. Also wirklich die Lichtdetails. Es war auf 12 Uhr. Leider nichts passiert, warum auch immer. Deswegen werden wir das auch nochmal quasi ganz gut probieren. Also, nagel ich mit dem Repaint, so wie er ist, so wird man dann jetzt auch fahren. Und ich schaue einfach mal gleich, welche Stadt oder welche Liniennummer wir gleich nehmen. Dann können wir auch dementsprechend uns den Bus gleich mal von innen noch anschauen. Als Unterstützung bei dem Ganzen habe ich mir noch Auxi dazu geschaltet. Wie gesagt, lieben Dank an den Lukas alias Crazy, der den Twitch-Kanal hat. Und dürft ihr gerne bei ihm vorbeigucken, der mich da das Ganze gesponsert hat. So, Fahrscheindrucker, ganz kurz gesagt, einfach das Kärtchen reinstecken, mehrmals auf den grünen Button drücken und dann ist er auch schon verkaufsbereit. Ich musste keinen PIN eingeben, habe zwar versucht, aber selbst an der Datei hat er gemeint, mir das nicht gescheit zu zeigen. Müssen wir vielleicht noch in den Omsi 2 Einstellungen im Vehikel Ordner anpassen. Ja, könnt ihr eintragen, was ihr quasi dazu haben wollt. An sich zum Fahrzeug einfach schlicht gehalten. Kenne ich bis jetzt auch so nicht. Habe ich auch bis jetzt so noch gar nicht bekommen. Aber gefällt mir auch von dem Ticketdrucker davon. Und ja, das Lichtchen an. Ich finde auf jeden Fall die Lichter viel besser als diese durchgezogenen.
Weil, wird man ein guter Botter sein, könnten wir noch ein bisschen paar Partylichter draus machen, so drehende LED-Sachen, aber passt auch so. Gut, an sich. Wagen hält, man sieht's. Tür auf. Also perfekt. Hintere Tür geht automatisch. Das finde ich richtig gut. So. Dann gehen wir mal gleich zur Linie. So, zum Ibis. Also Linienkurs und Route kann ich eingeben, aber leider kein mit F7 belegt. Das heißt, das Ziel geht leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Hätte nämlich am noch mal ein bisschen für den Bus, wenn er im ganzen System, außer der Hofdatei, vielleicht auch bei X10 dran wäre. Vermerkung, schaut euch das Video bitte rein. Silbergold. Folge Nummer 15 an, dann werdet ihr quasi beim Aachener Bus sehen, was oben in der Matrix-Anzeige gemeint wäre. So, zum kleinen Test werden wir jetzt einfach mal eine Runde auf dem Betriebshof fahren. Ich weiß zwar nämlich jetzt nicht wie viel. Voll der Bus da ist. Oh, okay. Dann brauchen wir nicht zu tanken. Das ist gut. Ich fahre wie immer mit dem Trigger R5. Also wie gesagt, da deswegen habe ich auch ein bisschen das Ganze zurückgestellt. Ihr seht schon, es ist schon ein bisschen performance-lastig. Das ist natürlich, dass da jetzt dementsprechend. Das ist jetzt so. Also Haltestelle, Feststellbremse gelöst. Halt nochmal das Hartz-IV-Ding damit. Dann schauen wir einfach mal. Ja, der kleine Betriebshof hier. Einfach eine schöne, super Sache. Mit Waschanlage sogar, wenn ich das richtig verstehe. Einmal groß gezeigt. Schönen Betriebshof. Und ja, einmal eine schöne Runde und dann gucken wir uns dann mal, was wir da uns für eine Linie quasi holen. Ja, wie immer schön, Gelenkbus. Ja, ich mein Gelenkbus, also die Woche, selbst wo ich für rein Silbergold gefahren bin, hängen mir eigentlich die Gelenkbusse momentan echt zum Hals raus. Ach, schön. Das gefällt mir natürlich auch noch, dass hier so kleine Busse dran stehen. Ja. Klatschen wir noch Mercedes-Stern drauf, dann passt das. Dann passt das. Ja, ich meine, okay, schwarze Sachen. Also wenn es da noch eine Möglichkeit gibt, Vermerk anderer Busse, also bessere Busse, und durchsichtigen Scheiben hinzustellen, wäre ich sofort dafür. So. Einmal richtig schön außen rum. Das gefällt mir. Ist ja richtig schön. Na gut, wie gesagt, die Repairs sind halt erstmal die ganze Standardsache. Aber ich denke, da gibt es einen oder anderen Modder, der da natürlich oder Spaß dran hat, sich das Ganze da ein bisschen zu verändern. Scheinbar müsste ich quasi dann da quasi stehen. Aber ist auch cool. So. Also. Eine Runde um den um das Gelände sind wir quasi gefahren oder auf dem Gelände. Ich schaue es mal kurz nach einem Fahrplan und wir sehen uns dann gleich wieder. Also die Linie 96 bis 97 auf 3509 fängt an bei
Buschel und hört beim Bahnhof Blutal auf. Und da werden wir uns jetzt auch mal hinspawnen. So, und da stehen wir auch schon an der Stadthaltestelle von Buschel. Und werden uns gleich nochmal den Fahrplan da angucken. Besser gesagt, den Umlauf, welche Route ich in dieses schöne bis dort eintragen. Das ist also 35.09.12.41, aktuell 12.24, das passt. Und kleinen Moment. Also laut Routenliste müsste ich die 0970 einzeigen. Und das wäre jetzt die Expresslinie, aber die wollt man ja nicht. Also mal die. Genau, die normale 97, also es gibt insgesamt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Linien. Und ja, bis 97 fangen wir an. Dann schauen wir mal, wie sich dann das Ganze da hin. So, wir spulen aber natürlich vor. Und 35. Lass uns dann sehen, auch den haben wir schon Kollegen gehört. Ich würde es einfach mal sagen. Jetzt hier den Schlüssel da. Fahren gerade oben. Kollege ist schon weggespawnt. So. Oder zweihändig eingeben. Moin. Ah, aber gerne doch. 12. Tageskarte. Hallo, ich hätte jetzt gerne noch meine Fahrkarte. Ist das möglich? Danke. Ja, Fräulein, ich muss auch erstmal mit dem Bus klarkommen. Auch lustig. Naja. Müsste ich auch quasi was noch lernen. Auf jeden Fall kann ich sagen, gefällt mir, also vom Bus her muss ich sagen, gefällt er mir schon. Auch wenn ich sage, ich bin auch ein treuer M1-Fan, aber naja. Das passt schon. Gut, 3 Minuten hin oder her. Wir düsen einfach mal los. Auf geht die Lutz. Na, schauen wir mal, was uns dazu kommt. So, links unten der Karte eingeblendet, wo wir aktuell sind. Und Bewertung ist jetzt auch erstmal egal. Soll ja Spaß machen. Blitzen werden wir halt geblitzt. Ja. Wir haben ja heute den 3. Mai. Das heißt, wenn das Video schon rauskommt, dürfte schon etwas
länger her sein, weil aufgrund privater organisatorischer Sache, deswegen ist es auch ein bisschen mit Liebend. Oh ja, das ist ja performance-lastig, Leute. Ja, meine Freunde, aber ich halte nicht hier, oder? Ich halte es leider dahin. So, und das ist schon mal ein Nachteil. Bahnhof Thurnestraße. So, und das finde ich immer schade, dass das Ding dann hier weiter rennt. Nachteil. Das Gaspedal ist empfindlich. Aber interessant. Na gut. Genießt es gerade die erste Fahrt hier auf Bremen Nord. Also wie gesagt, das ist schon. Moin. Das soll ich mal moin. Und sicher akustisch die Stimmen finde ich nicht schlecht. Die Fahrzeit waren jetzt auch quasi nur 17 Minuten gewesen, genau. Aber darauf ist es erstmal. Einfach 50. Ist ganz schön performance-lastig. Dreieinhalb, okay, zack, zack, zack. Ja, ich habe also die F11-Taste im Screenshots belegt. Da ist immer diese normale Standard-Haltestelle. Seht, die dritte Tür immer mit aufgeht. Auch eine schöne Sache. Hat der Rückkehrer mit? Perfekt. Schöne Reihenhäuser. Kranzerstraße. Was haben wir denn da? Metallbunker, ehrlich jetzt. Sehr interessant. Oh.
genau. Aber auf jeden Fall sehr geschmeidig. Ich sag auch. Hallo, ihr Kollege. Interessant. Kanzerstraße. Vielen Dank. Oh, was geht, ist auch gut. Okay, also. Anfahrt haben auch. Oh, die Ampel sind auch. Ja, sehr mit Leidenschaft, ne? Was ist die rechte Ampel? Könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben. Für Fahrrad oder. Whatever. Ah, doch, für Fahrräder, jetzt sehe ich es erst. Ganz schwaches Piktogramm, ne? Nicht schlecht. Am Schillerkamm. Ist die Ansagen gefallen? Ja. Die sind ja schlecht. Ey, yo, was geht? Mahlzeit. Moin. Moin. Moin Tiet, einmal erwachsen bitte. Moin Tiet? Was heißt das denn? Kenn ich zwar jetzt nicht, aber das heißt Moin Tiet. Schöne Siedlung, ey. Weißt du, warum sie dann so sagen, dass Berlin oder dass Bremen so schlecht sein soll? Also bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Probleme gehabt. Also bis halt, ne? Moin. Hey, yo, was geht? Moin. Ah, mit Ladehubler. Straße. Die Straße unten hätte auch ein bisschen bessere Farbe vertragen können. Das ist die Markierung, aber ist auch egal. Ist schon. Mal durch. Oh, kleine Kneipe. Schön. Vielleicht wollte das aber wissen, ne? Was geht? Hallo. Eine Tageskarte bitte. Danke. Kühlhornstraße. Moin. Mahlzeit. Moin Tiet. Heiß ich Tiet oder was? Bin ich der Ted vom Dienst oder was? Oh, kleiner Partybus fährt da vorbei. Ja, moin. Moin, Tiet.
Moin. Mama erwachsen gewesen. Danke. Mahlzeit. Moin. Moin. Moin, Tien. Meine Tageskarte Freistufe 1. Danke. Scheiß doch nicht, Tien. Finde ich immer cool, naja. Aber ich muss sagen, ist ein bisschen persönlich. An der Leben. Ah, okay, Retarder hat da leider keiner drin. Außer nur den direkt mit der Bremse. Ich weiß halt jetzt nicht, was halt so schlimm dabei sein soll. Also, könnt mich nicht beklagen. Von der Beschleunigung her ist es sehr geschmeidig. Schön. Ja gut, also ein paar Sachen. Ja. Aber ich denke, das hängt auch ein bisschen mit der Grafik zusammen, wie ihr das quasi auch einstellt. Ich meine, ich habe hier einen High-End-PC, ich meine, das ist auch wieder was anderes. Da ist sogar der 4 Giga-Patch, scheißegal. Oh. Auch wenn ich schon alt bin, ich würde gerne an mein Ziel ankommen, junger Mann. Ja. Ich wollte noch wissen, wie halt die Bremsen funktionieren, also. So leben ja noch. Voll in die Eisen. Naja, ist auch mal Crashtest. Mahlzeit. 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 Fahrt ihr richtig schön durch schöne Wohnsiedlungen, also. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Na gut, schauen wir aber auch uns mal später die neuere Version an. Hallo, guten Tag. Moin, Tien. Ich hätte da gerne. Vielen Dank. Einmal hallo. Danke. Aber der sprüht schnell, also. Soll ich ab und zu ein bisschen leiser sein oder mal nichts sagen, dann ist es einfach nur, dass ich das ein bisschen tue. Ja, wirklich, schaffe ich sowieso durch mich durch KI. Also dürfte das schon hören.
dürft's mir nicht übel nehmen. Okay. Gefällt mir so prim. Gefällt mir richtig gut. Die zweite Brücke und gerade drüber fahren. Das erinnert mich wirklich eben ein bisschen an Mannheim. Moin. Moin. Der hat sogar automatisches Kind. Für Donau. Schlecht. Oh, nicht schlecht, das gefällt mir. Moin. Moin. Obwohl ich sagen muss, dass die Jungler mit der Entfernung schon ein bisschen komisch sind. Aber ich denke einfach mal, wenn man gerade zum ersten Mal das Ganze da fährt, eine Rolle. Ach ja, der alte, altdonnerbergische Blaulichtwahnsinn. Ich hab nichts gesehen, habt ihr was gesehen? Ah, oh, das gefällt mir auch. Die Kurven und die richtig grad reinfahren. Schön. Nochmal ansehen. Hey, jo, was geht? Ist nicht schlecht. Das gefällt mir auch. So Ecken könnte man ruhig öfters mal irgendwo einbauen. Aber ich frage mich halt, warum der nicht BBS geht. Jawohl. Und ich habe trotzdem noch 28, fast 30 FPS. Ja gut, ich habe ihn sowieso auf 30 FPS limitiert. Hoppla. Aber okay. Ja, die Straßen sind jetzt wirklich nicht wirklich breit, also da hätten sie vielleicht ruhig noch ein bisschen was bauen können. Oder ansetzen können. Naja. Zum Glück denke ich das doch mal. Kommt halt ein bisschen weit. Haben wir ein A bekommen? Nein, wir haben kein A bekommen. Schade. Jetzt haben wir grün. Das heißt, wir müssen hier vorne einmal rum. Der die nächste Runde dann startet. Oh, schön. So, also, dann hätten wir die Linie 97. Och, geht sogar auf Bus endet hier direkt drauf. Das ist ja immer schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann zur nächsten Runde und das wäre dann quasi die 96, ne?
Genau. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne auch ein Like, und für gerne, die den Kanal abonnieren wollen, checkt auf jeden Fall mal ab, Twitch-Kanal, und dementsprechend, falls ihr das Video dann auch schon ausseht, dürfte auch schon meine Homepage online sein. In diesem Fall, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.